Hi Freunde, was geht ab? Ich bin's Christos und ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser wunderschönen, coolen Location hier. Ja, ich finde eigentlich die Wand echt ganz cool, auf jeden Fall. Echt, ich finde die voll hässlich. Ja, scheiß auf die Wand jetzt. Heute gibt's mal wieder eine Ja-Nein-Nicht-Ich-Challenge mit zwei Gästen mal wieder. Wir sind heute alle hier, das sehe ich gerade, All Black Everything. Also Freunde, kommt auf jeden Fall schon mal rein. Einmal der Ribi und oh, der Ronny. Hallo. Servus. Oha, ich dachte, und der gibt mir auch keine Hand. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Das erste Mal. Stopp, das heißt, ich darf nicht ich sagen. Richtig. Falsch. Schade. Also zum ersten Mal mit Ribi und zum zweiten Mal mit Ronny, der uns das letzte Mal gar nicht geblickt hat. Wie gefällt dir die heutige Location, in der wir heute hier sind? Weil es ist ja eine neue Umgebung für dich. Ja, gut, ich sag mal die Location. Ja, gut, oder? Ah. Moment. Nein? Nicht? Ja, nein, nicht gut. Ja. Darfst du nicht benutzen? Ja, das habe ich schon. Oh mein Gott! Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Wer fängt an? Komm, du. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich fange an mit Fragen. Okay, wer bleibt sitzen? Ja, müsst ihr jetzt mal auseinander. Ja, ich bleib sitzen. Schade. Ich fange mal an. Ja. Oh. Test, 1, 2. Ach. Ich fang mal an, ja. Katsching. Dann darf ich schon gehen. Hey, nee, nimm doch einfach die ganze Zeit auf, dann schneidest du einfach. Ja, mach ich auch. Wollt ihr aber gerade gehen, gell? Das war ein Spaß. Wie fühlt es sich denn für dich an, das erste Mal jetzt hier dabei zu sein bei der Ja-Nein-Nicht-Ich-Challenge? Es ist sehr angenehm. Mhm. Freut es dich? Bis jetzt macht Spaß. Bist du aufgeregt? Ein bisschen. Warum nur ein bisschen? Hast du kein Lampenfieber? Eigentlich habe ich kein Lampenfieber. Ich, oder? Scheiße. Sollen wir dich noch mal kurz abfragen, wie es läuft, oder? Ich denke, das ist nicht nötig. Ich denke, das ist nicht nötig, oder? Du bist halt bei mir hier in der Wohnung, nehme ich an. Das ist deine Wohnung. Also bist du hier in der Wohnung? So wie es aussieht, befinden wir uns hier heute. Okay. Also wir zu dritt. Okay. Also wir zu dritt. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich. Was hast du als Silvester gemacht? Ich war... Dankeschön. Bist du eigentlich oft bei Christus seinen Videos dabei? Ich muss. Ich muss. Denkst du, du wirst gewinnen? Werden wir sehen. Und wenn nicht du gewinnst, wer gewinnt dann? Du vielleicht. Und was ist, wenn ich nicht gewinne, wer gewinnt dann? Patrick vielleicht. Und wenn nicht ich? Wer dann? Wenn nicht hier. Wenn nicht, oder? Oh, schade. Dein Name ist Christos? Richtig. Du kommst aus Stuttgart? Das stimmt auch. Du hast heute einen schwarzen Pulli an? Das ist richtig. Da könnte ich auch mal was anderes außer... Egal, vergiss es. Mein Versuch ist es, nicht mit diesen... Oh. Ja, nein, nicht. Ja! Schade. Es ist schon voll schwer. Findest du die Challenge schwer? Wirklich? Wirklich. Wirklich schwer. Die anderen Videos waren einfacher. Viel einfacher. Ja. Oh. Ja. Trinkst du Alkohol? Ab und an. Oft? Oder eher nicht so oft? Definiere oft. Jedes Wochenende? Würde ich jetzt nicht sagen. Würde ich jetzt nicht sagen, oder? Ja, wie sieht's aus? Was machst du am Wochenende? Dafür hab... Da steht noch, alles in den Sternen. Was hast du letztes Wochenende gemacht? Da waren wir zusammen am Feiern. Am Feiern? Wo wart ihr feiern? Wir waren in einem Club bei uns in der Gegend, K26. Ging richtig ab. Warum redest du so langsam? Hast du irgendwie Probleme oder Krankheiten? Warum bist du eigentlich so ein Roboter, Alter? Ich... Dankeschön. Und dein Pulli ist aber schwarz. Richtig. Wir sind ja nicht bei der richtig falsch Challenge.
könnte sein. Weil, das weißt du aber, dass wir da nicht bei der Challenge sind. Wir drehen was anderes. Was drehen wir denn? Eine andere Challenge. Und die heißt? Ja, nein, nicht ich Challenge. So heißt sie. Oh, der kombiniert richtig gut. Drehen wir in die Zukunft? Drehen wir gerade vor, oder? Wie ist das? Ja, nein. Das Problem ist, du versuchst ja und nein nicht zu sagen, dass du dich auf die anderen zwei nicht konzentrierst. Das ist so schlimm. Es ist richtig schlimm, oder? Ja. Aber, ja. Aber du hast das Spiel verstanden, oder? Die Regeln sind mir geläufig. Was ist denn das für eine Ausdrucksweise? Ich so habe ich noch nie gehört. Ja. Oh nein, Alter. Was soll ich sonst? Oh Junge. Das geht nicht. Beim Kochen letztens hast du hauptsächlich gefilmt. Ist das richtig? Könnte man meinen. Warum könnte man das nur meinen? War das nicht so? Man hat den Kameramann ja nicht gesehen. Es läuft besser als letztes Mal. Findest du? Definitiv. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und das freut dich, deswegen muss ich jetzt so lachen. Eigentlich wegen deiner Visage. Oh! Christo, hast du eigentlich schon mal Wäsche gewaschen? Wer? Das übernimmt immer meine Mutter. Für mich. Gut. Danke, Freunde. Ich verabschiede mich schon mal. Also, Freunde. Aber eine Frage habe ich noch an dich. Ich will... Ja. Ja, was willst du? Ach, scheiße. Ja, wäre schon... Ja. Kann ich auch ruhig mal ja, nein, nicht und ich sagen. So. Wir reden ja nicht halt's so. Maul. Sonst was? Habe ich sonst... Ach Mann. So wie ich es jetzt gemerkt habe, du merkst schon selber, wenn du die Fehler machst. Ja. Nein. Scheiße. Alter. Ich glaube, dir geht's nicht so gut bei dem Spiel jetzt gerade. Verunsichert ist das richtige Wort. Wer ist verunsichert? Die Person, die vor dir sitzt. Und die ist wer? Will ich mich eigentlich verarschen. Nee. Dann singen wir immer YMCA. Wie die Blöden singen wir YMCA. Ich weiß zwar nicht, was das ist, weil ich nicht auswendig kann. Ist doch scheißegal, es hört sich gut an. Ich würde sagen, ich danke dir auf jeden Fall. War echt schlecht von dir. Alter, das ist so belastend. Danke dir auf jeden Fall für dein Dasein wieder. Ich würde sagen, Freunde, danke auf jeden Fall fürs Dabeisein. Ich würde sagen, wer hat verloren? Einer von euch zwei, oder? Du? Du. Definitiv einer von euch zwei. Ich bin's nicht. Ich habe das Ganze wieder gerockt. Safe. Nein. Und je nachdem, wie es zuschneidet. Ja, gell. Richtig. Checkt die Jungs auf Insta und YouTube ab. Alles in der Infobox verlinkt. Vor allem hier. Show some love to this guy. Wir sehen uns, Freunde. Haut rein. Ciao. Peace.